So, wir mal an die Mopeder da vorbei. Ja, da bin ich gar im Vorteil. Aber der miteinander. Jetzt bin ich mal wieder auf Abenteuer unterwegs. Und zwar bin ich in dem wunderschönen, wilden Rumänien unterwegs. Hier überall um mich herum sind die Karpaten, die Ausläufer. Und ich werde mir jetzt da mal die nächsten Tage ein bisschen rumtreiben, werde mein Unwesen ein bisschen hier oder ein bisschen Schabernack machen, ein bisschen mit dem Bike hier rumcruisen. Und normalerweise, ich kenne es Rumänien, war schon öfters hier mit dem Moped unterwegs, mit dem Enduro, aber diesmal ganz neu mit dem Bike, aber natürlich auch einmal wieder mit dem Enduro-Motorrad. Ich bin schon gespannt, aber jetzt ihr seht, traumhafte Landschaft hinter mir, geht direkt in die Karpaten hinein, dort unten. Wir sind hier nahe Caransebeș und von daher sind wir losgestartet. Hier auf der Burg hier oben, Turnuruini. Und da geht es jetzt ab. Da liegen mir die Wälder zu Füßen und da kann ich mein Unwesen treiben. Und ich schwinge mich jetzt hier auf mein E-Bike. Bin wieder unterwegs mit dem Lapierre GLP2. Und da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Wie gesagt, ich kenne die Gegend hier schon. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Sind natürlich viele Mopedfahrer unterwegs, dementsprechend gibt es viele Tracks, aber ob das fürs E-Mountainbike auch was ist, da lasse ich mich jetzt mal überraschen und da seid ihr dabei. Also bis gleich auf die hoffentlich Trails. Do you go uphill or downhill? Uphill, downhill. Uphill and downhill. Very good. Yeah, me too. But I'm coming because I have an e-bike. Sorry. Ich bin verrückt, ey. Trifft man nicht tatsächlich jemanden, ey. Das ist ja Wahnsinn. Wir schrauben uns jetzt da einfach mal auf, ey. Jetzt bin ich schon ein bisschen ins Hinterland angekommen. Man sieht es auch, jetzt beginnt der dichte Wald von Rumänien. Meistens Buchenwälder, wie man es hier sieht. Innen schön Licht, oben die Baumkrone drüber. Was halt ziemlich geil ist, weil immer Schatten ist. So gut es geht. Und dann hat man hier solche Wege, wo teilweise schon ausgefahren sind. Da fahren sie natürlich mit dem Moped oder auch mit dem Jeep oder der Schäfer. Geht natürlich ja auch hoch. Gestartet bin ich ja von 400 Höhenmeter. Und da geht es wirklich rauf. Da kannst du bis auf 2000, 2500 Höhenmeter über Null fahren. Das ist überhaupt kein Thema. Die Karpaten geben das her. Das ist echt ein Riesengebirge. Viel Wald, viel Grün, ganz anders, wie man eigentlich die Alpen so kennt, weil auf den Höhen ist noch nicht so, also hier auf die Karpaten, auf den oberen Höhen noch nicht so steinig ist, da ist es einfach nur ein bisschen begrünter, da rennen teilweise auch wilde Pferde rum. Da zeigt sich dieses Land eine, Bärenland, alles Wald, wilder Wald, Haferfarm, echt schön. Und es wird richtig schwül. Es hat schon 30 Grad. Aber zum Einfahren ist das jetzt schon mal hier die perfekte Runde. Hey, und gleich wieder von Anfang an ein Schmankerl eigentlich erwischt. Es ist ja nicht so, als darf mich groß damit beschäftigen. Ich schaue halt und doch vorher maximal grob, ob man vielleicht ein wenig so fahren kann. Aber einiges gibt es ja halt dann auch vor Ort. Ein bisschen ein Peil sollte man sich schon legen. Dass man grob schon mal die Richtung am Wolf, man muss halt ausprobieren und vor Ort einfach schauen. Ja, der Herr ist doch schon. Da kommt doch schon die ganze Gang. Servus, servus. Geil, Nomade. Mitten in der Horde. Schauen wir mal, ob ich da ein wenig mithalten kann. Renner, Renner! Normalerweise müsste ich mich halt da jetzt total spülen.
Schwätz mal zu jetzt! Mensch du! Hey! Ist noch los! So, wir mal an die Mopeder da vorbei. Ja, da bin ich gar im Vorteil. Schaut aus, Stefan, da bin ich nicht da. Hey, kannst du jetzt mal zufahren oder was? Hey? Ja, ja, da kann man schon mithalten, Leute. Da kann ich auch nicht schneller fahren. Das ist klar. Es wird schon ein wenig krass, das Ganze. Ich habe mich mittendrin eingereiht. Vor mir und hinter mir G5 Mopeder. Geil. Eigentlich kann man meinen, ich fühle mich total fehl am Platz. Aber mache ich nicht. Enduro ist Enduro. Ob jetzt beim Motorrad oder beim Bike. Die Symbiose ist da, hey, definitiv. Oh, Johannes! Naja, da fällt mir ja wach, gell, das ist ja schön. Witzig, witzig. Ist das witzig. Da ist halt ständig Action, dieses geile am Enduro fahren. Komm, Johannes! Ja, die Läusen, die haben da nicht ohne. Hey. Klappt, hey. Klappt, hey. In der Balko! Mal Kette gehen da. Klar, alle gerade war dazwischen und schon sind sie weg. Boys. So, das hat jetzt ganz gut gepasst, dass ich die Kumpels mit den Mopeds getroffen habe. Das war jetzt nur ein richtig geiles Rest da berghoch. Und mir hat Spaß gemacht. Teilweise, ja, hätte ich sogar überholen können, ab und zu habe ich es gemacht. Auf die Groden natürlich nur Schanz, gell, da geht überhaupt nichts. Aber das war jetzt echt richtig spaßig. Ich freue mich auf die Tage. Das wird jetzt eine richtig, richtig gute Zeit. Immer wieder im Wechsel, Mountainbike, Mopeds und so weiter. Geil, geil, geil. Das sind die Buchenwälder von Rumänien. Dicht bewachsen. Mega geil. Ab in den Downhill. Oh yeah! Richtige Enduro-Trails! Fast schon besser wie jeden Bikepark. Linienwall, wurzlig, viele Schneisen drin. Was? Das ist etwas Gefährliches da. Alter, der knallte weg. Hey. Die Steilauffahrten für die Mobile-Fahrer sind natürlich für mich als Biker die absolut geilen Downhill-Strecken. Ja. Yeah. Das mache ich ja. Das ist Enduro für mich. Und Rumänien ist natürlich ein volles Enduro-Gebiet. Warum soll man dann da nicht Downhill fahren können? Au! Ah!
drei gestochen. Warte mal, da steckt der Stachel noch. Fiese Geschichte da. Durch den dichten Farn hindurch. Aua, aua. Hande fies, hey. Ah, ey, ist das ekelhaft. Ich bin heimgekommen. Ich schaue aus. Das erinnert mich an meine Ausfahrt in Italien auf Elba. Da waren auch mal so ein Haufen Stachelgestrüpp. Also gibt da unangenehme Sachen. Es ist nicht bloß alles immer Spaß und Flow und yeah und geil, sondern es gehören auch ein paar kleine Strapazen dazu. Naturstrapazen. Gestochen ist ständig. Titz ist, schwül ist. Aber ich mag mich ja nicht beklagen. Wir wollen es ja so. Yeah, ich sag's doch, hey. Bikepark pur. Volles Bikepark-Feeling. Unglaublich. Also, hey, wenn mir einer verzeihen darf, dass er extra diese Lines angelegt hat fürs E-Bike, da ist so geil, das ist Next Level Shit. Oh, geil. Solche Rillen hätte ich mir, ja. Boah, jetzt wird's grob. Jetzt wird's Material morden. Yes, ja, hey. Völlig super, die erste Einfahrrunde. Gleich einmal hat es richtig gescheppert. Und so mache ich das. Einfach mal drauf hin, schauen, überraschen lassen. Das ist Enduro. So lassen wir das eigentlich. Da habe ich richtig Bock drauf. Fühlt sich halt immer an wie ein Abenteuer. Man weiß nicht, was einen erwartet. Von dem her die Feierabendrunde hier in Rumänien an die Karpaten ist schon mal super gelungen. Und ich freue mich auf die nächsten Tage. Es wird extrem spannend. Also bleibt dran. Bis dahin. Dann macht's es gut. Ciao dabei, Servus, Diri.